Fragen. Erste Frage. Ist die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler für diese Auffassung von Bildung eine notwendige Voraussetzung? Zweite Frage. Wenn ja, kann diese Interaktion im Fernunterricht überhaupt erreicht werden? Dritte Frage. Wenn ja, wie am besten? Drei Fragen gilt es zu beantworten hier. Ist die Interaktion zwischen Lehrer und Schüler ähm, für diese Auffassung von Bildung eine notwendige Voraussetzung? Die kurze Antwort ist ja. Punkt. Es gibt gar nichts mehr dazu zu sagen. Die zweite Frage ist, wenn ja, kann diese Interaktion im Fernunterricht überhaupt erreicht werden? Die kurze Antwort wäre wahrscheinlich nein. Ähm, nicht wirklich. Wir versuchen das hier mit aller Mühe und Kraft ein Substitut zu erreichen, aber so richtig gelingen, einer persönlichen Interaktion gleichzukommen, wird es wohl nicht. Dritte Frage ist, wie ja, wenn ja, also kann man das erreichen? Wie am besten? Da wäre, das ist die Frage im Prinzip nach uns und wir antworten darauf so, wie wir es gegenwärtig tun. Wir tun das, was wir für das Beste halten, von dem wir glauben, dass es am besten funktioniert. Nachdem menschliche Existenz ein Irren ist, im Wesentlichen ein Irrtum, kann das natürlich sein und ist wahrscheinlich auch so, dass es nicht zutrifft, was wir tun, aber wir können halt nichts anderes. Wir versuchen unser Bestes.